Grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder um ein Parkside-Gerät und zwar um einen Elektro-Tacker und gleichzeitig Nagler, den PHET 15 in der Version C2. Wenn dich das Thema interessiert, davon gehe ich aus, dann musst du jetzt dranbleiben. Ja, mal wieder ein Elektrotacker aus dem Hause Lidl, kommt von Parkside, hat 3 Jahre Garantie, hat auch eine Strippe dran. Ich habe ja letztes Mal irgendwie was von Strippe und Schnur und von kabelgebunden erzählt und meinte dabei eigentlich mit Akku etc. Aber jetzt haben wir hier wirklich ein Gerät, was schnurgebunden ist. Ist mitunter gar nicht so schlecht, vor allen Dingen, wenn ihr längere Strecken irgendwie machen wollt. Wenn ihr vielleicht irgendwo einen Zaun nagelt oder irgendwas, wo ihr wirklich über den ganzen Tag Energie braucht und keinen Bock habt oder keine Zeit habt, zwischendurch den Akku aufzuladen. Meistens sind ja bei den Geräten die Akkus dann integriert, die können nicht mal gewechselt werden. Dann ist das natürlich sinnvoll, wenn wir hier ein schnurgebundenes Gerät zur Verfügung haben. Wie gesagt, 3 Jahre Garantie. Kosten tut der Tacker etwa 13 Euro, liegt in den Filialen aus. Je nachdem, wann ich dieses Video hier veröffentliche oder wann ihr das seht, kann das natürlich auch schon mal vergriffen sein. In der Regel kommen die Geräte alle mal wieder nach, wenn auch in einer neuen Version dann vielleicht. Andererseits könnt ihr das natürlich auch gerne online bestellen. Wenn ich das Produkt im Shop finde, dann verlinke ich euch das unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch auch nochmal ein paar andere Videos zum Thema Tacker unten. In der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall einen Kauflink oder mehrere Kauflinks und dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Ja, wie schon gesagt, wir haben hier kein Akkugerät vorliegen, sondern ein kabelgebundenes. Das hat 3 Meter Kabel. Wir haben einiges an Zubehör gleich mit dabei. Ich gebe euch erstmal ein paar technische Informationen. Der Tacker wiegt etwa 600 Gramm, ein bisschen drüber. Wir haben ein paar Nägel mit dabei und zwar 100 Nägel a 14 mm, was schon wirklich eine Leistung ist bei den Geräten. Die Akkugeräte hören meistens bei 12 mm auf oder strecken dann schon die Beine nach 8 mm. Ihr könnt ja mal, wie gesagt, in die anderen Videos auch reinschauen. Dann habe ich die Geräte dann auch mal vorgestellt. Wir haben 400 Klammern a 10 mm mit dabei und generell ist das Gerät für Klammern von 6 bis 14 mm ausgelegt und Nägel von 14 bis 15 mm. Ja, ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht lange. Wir packen das gleich erstmal aus. Das kommt ja hier in so einer Pappverpackung. Ist ein bisschen ungewöhnlich bei Parkside-Geräten. In der Regel sind die ja in so einem kleinen Köfferchen drin. Warum man das jetzt hier wieder so ein bisschen herabstuft und auf Pappschachtel setzt, weiß ich nicht. Das ist eigentlich nur so ein Wegwerfobjekt. Aber ich denke mal, angesichts des Preises können wir uns da nicht beschweren. Was mit dabei ist, wir haben hier eine Bedienungsanleitung mit dabei. Wenn ihr die mal runterladen wollt, bevor ihr irgendwas kauft, empfehle ich euch www.lidl-service.com. Dort könnt ihr euch alle Bedienungsanleitungen in mehreren Sprachen auch herunterladen und dann eventuell noch mehrere Details oder was ihr hier vermisst habt im Video dann auch abrufen. Das ganze Gerät wird von Owen GmbH produziert und in den Verkehr gebracht. Hier ist unsere kleine Schachtel mit dabei, wo so ein paar Nägel, wie gesagt, 100 Nägel Typ 47, ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn ihr welche nachkaufen wollt, dann seht ihr hier gleich die Type. Und Typ 53 von Klammern sind mit dabei und davon sind 400 Stück hier enthalten. So sieht der Tacker selbst aus. Das Kabel ist hier hinten mit dran. Ist jetzt nicht ganz so toll, die Leitung. Ihr seht, die ist sehr störrisch. Das ist das, was ich eigentlich immer bei den Geräten bemängel. Wenn wir hochwertige Leitungen haben, dann fügen die sich natürlich immer schön irgendwelchen Kurven oder irgendwelchen Tischkanten oder sonst irgendetwas an. Und bei diesen Leitungen, die hier so ein bisschen störrisch sind, ich sage immer, das sind Billigleitungen, da ist das so, dann bleiben die in dieser Form. Erstmal hat man dann wirklich weniger Radius zur Verfügung, außer wenn man das Gerät dann wirklich zieht. Und zum anderen ist das so, dadurch, dass dann diese Kurven hier auch so vorhanden bleiben, schmiegt sich das natürlich nicht der Tischkante an und ihr habt natürlich dann mehr die Möglichkeit, irgendwo hängen zu bleiben oder irgendwas anderes herunterzureißen. Nun ist es so, wie es ist. Wir gucken uns den Tacker weiter an. Wir haben hier einen Griff, der an beiden Seiten hier gummiert ist. Der Abzugshebel ist nicht gummiert, aber ausreichend groß. Ihr seht auch, für große Finger oder große Hände ist das Gerät recht gut tauglich. Wir haben hier nochmal zusätzlich einen Auslöseschutz. Das heißt, wir können den dann nochmal sperren gegen Auslösung. Generell haben wir hier vorne nochmal die Möglichkeit, oder das ist eine Sicherheitsmaßnahme hier, das Teil muss hier auf das Werkstück gedrückt werden. Erst dann kann der Tacker hier drüber
darüber ausgelöst werden. Und ansonsten ist das Gerät einfach gesperrt. Was wir hier nicht haben, ist, dass wir hier irgendwie eine Tauchtiefenbestimmung haben oder sonst irgendwas, womit wir die Schlagenergie so ein bisschen steuern können. Das heißt, wie tief unsere Klammern ins Material eintauchen können. Dafür müsst ihr dann halt ein hochwertigeres Gerät kaufen, wenn ihr sowas benötigt. Manchmal braucht man das, gerade wenn man Weihnachtsdeko oder sowas macht, wenn man Lichterketten oder so etwas anbringen möchte, dann ist es so, da hauen diese Tacker manchmal schon das Kabel durch, weil die Nadeln dann so tief rein versenken. Und wenn wir ein Gerät haben, wo wir dann eben diese Schlagenergie so ein bisschen mit dem Drehrad einstellen können, dann können wir die Klammern, was weiß ich, so einen halben Zentimeter oder 2 mm dann rausstehen lassen, sodass das Kabel dann nicht verletzt wird, wenn wir sowas machen wollen. Das Magazin befindet sich an der Unterseite. Das können wir dann hier mit Druck dann einfach herausziehen. Wir haben hier vorne noch so ein kleines Sichtfenster oder so eine Sichtmulde, wo wir dann auch sehen können, ob noch Klammern oder Nägel dann auch vorhanden sind. Ich kann euch erstmal hier unten zeigen, hier unten ist ein kleines Nagelsymbol. Das heißt, wenn ihr Nägel verwendet, müsst ihr die an dieser Seite hier anlegen. Wenn ihr die hier oben anlegt, dann kommt nichts heraus. Die verwendete Nagelart nennt sich auch Stauchkopfnagel oder Stauchkopfnägel. Die werden dann eben auf dieser Seite hier eingeschlagen. Können wir gleich alles nochmal ausprobieren. So sieht das Magazin an sich aus. Hier vorne kommen dann die Klammern oder wie gesagt, hier unten werden dann die Nägel eingelegt. Dann machen wir das Ganze zu und über das Sichtfenster können wir dann gucken, ob wir alles richtig gemacht haben und ob überhaupt noch etwas im Magazin drin ist. So viel zur Theorie. Jetzt kommen wir zur Praxis. Ich hole mal was rein und dann tackern wir mal eine Runde. So, ihr kennt jetzt hier schon meinen Testbalken. Da habe ich schon einige Tackerklammern auch drin versenkt mit anderen Geräten. Das ist Fichtenholz oder Kiefer. Auf jeden Fall ist es Nadelholz, Weichholz also. Und da sollte eigentlich kein Gerät irgendwelche Probleme aufweisen. Ich habe jetzt hier mal Klammern eingelegt. Das sind die 1 cm starken Klammern bzw. 1 cm langen Klammern. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Und ihr hört schon, der schlägt hier dolle rein. Hier in Astlochnähe ist es natürlich, da ist er jetzt nicht ganz versenkt. Ich probiere das mal hier an der Seite. Die werden also plan versenkt, wie ihr das hier seht. Ich will nochmal eins hier in Faserrichtung versenken. Auch der wird hier problemlos und plan versenkt. Was wir nochmal ausprobieren können, ist einmal hier diese Sperrfunktion. Jetzt kann ich hier nichts auslösen, auch wenn ich den Tacker hier runterlöse. Erst wenn ich hier diesen Schalter wieder entriegel, dann kann ich wieder auslösen. Wir haben hier wirklich Kraft, das merkt man bei jedem Schlag, der hier reingeht. Da merkt man wirklich was, dass hier etwas durch die Hand auch geht. Also wenn ihr jetzt hier, weiß ich, 4000 Klammern am Tag machen wollt, dann habt ihr sicherlich Muskelkater hinterher. Das gibt es auch etwas weicher und mit ähnlicher Kraft. Dann müsst ihr allerdings auch tiefer in die Tasche greifen. Was wir noch probieren können, ist mal so eine Serienfunktion. Das heißt, ich werde den Auslöser jetzt danach gleich mal nicht loslassen. Und ihr seht, wir haben hier keine Seriennagelfunktion. Das heißt, wenn wir den Hebel nicht loslassen, können wir hier nicht einfach davon ausgehen, dass er dann weiter nagelt. Das ist bei manchen Geräten natürlich der Fall. Ist auch ganz sinnvoll, vor allen Dingen, wenn wir irgendwie Dachpappe oder irgendwas nageln wollen. Hier kann ich euch gleich nochmal den Tipp dazu geben, wenn ihr draußen irgendwas machen wollt, wenn ihr da irgendwie Hasendraht oder irgendwas vertackern wollt, das kann man natürlich gut mit solchen Geräten machen, dann kauft euch auf jeden Fall Stainless Steel, also Edelstahlklammern, denn die rosten dann nicht so schnell weg wie diese Klammern, die hier dabei sind. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn ihr dann den ganzen Tag tackert und nach irgendwie ein paar Wochen fällt euch das Ganze dann wieder ab. Also investiert da ein bisschen Geld und kauft euch da zumindest dann vernünftige Klammern, dann habt ihr auch ein bisschen mehr von eurer Arbeit. Serienfunktion funktioniert, wie gesagt, jetzt nicht. Jetzt können wir das Ganze nochmal ausprobieren. Einmal hier in Siebdruckplatte. Das ist gleich noch ganz interessant. Ich kann das hier mal quer machen. Und ihr seht, bei Siebdruckplatte hat er schon deutliche Probleme. Das heißt, wir haben hier ungefähr 2 mm draußen stehen. Das könnt ihr natürlich ein bisschen minimieren dadurch, dass ihr einfach kürzere Klammern dann verwendet. Denn in Siebdruckplatte hält das Ganze natürlich auch besser. Wenn wir da 6 mm zum Beispiel verwenden, dann hat das ungefähr den gleichen Sinn, wie wenn ich jetzt hier 1 cm in Weichholz nagel. Also das könnt ihr dann damit umgehen, wenn ihr das hier wirklich plan haben wollt. Dann einfach kürzere Klammern verwenden, dann funktioniert das. Also bei Siebdruckplatte hat er schon mal ein paar Probleme. Wir gucken uns das Ganze mal in Buchenholz, Buchenleimholz an. Ich tacke das hier vorne mal ran. Da sieht es ähnlich aus, allerdings nicht ganz so schlecht. Das ist ein bisschen tiefer drin, wie ihr hier seht. In Stirnholz sollte er noch weniger Probleme haben. Gucken wir mal, dass wir hier noch einen freien Platz erwischen. Na, hier hat er
dann auch wieder die gleichen Probleme wie hier. Also in Hartholz bleibt es ein bisschen draußen stehen. Wie gesagt, verwendet einfach kürzere Klammern, dann sollte das Problem umgangen werden. Ansonsten müsst ihr da einfach mit einem kleinen Hämmerchen nochmal nachhelfen und dann funktioniert das. Oder ihr kauft einfach ein größeres Gerät und gebt wesentlich mehr Geld aus. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit den Nägeln. Nägel sind ja auch dabei. Die sehen so aus. Wer die noch nicht gesehen hat, die sind hier so alle aneinander gereiht und die werden dann einzeln auch abgeschossen, so wie die Klammern. So, Nägel habe ich drin. Dann probieren wir das erstmal hier im Weichen aus. Ganz plan versenkt. Minimals ist er vielleicht jetzt hier noch oben. Das kann aber auch am Kopf liegen, weil der wird ja dann auch nochmal verformt, wenn er einen Schlag von oben kriegt. Jetzt probieren wir das Ganze mal in Siebdruckplatte aus. Hier sieht es ähnlich aus wie bei den Klammern. Hier ist ein deutlicher Überstand dann auch vorhanden. Der ist ein bisschen tiefer drin. Kann sein, weil ich hier am Rand reingeschossen habe. So sieht man es, glaube ich, am besten. Steht halt ein Millimeterchen vor. Das gleiche wird uns wahrscheinlich in Buchenholz auch passieren. Ja, auch hier steht es ein bisschen vor. Also wenn ihr da in Hartholz arbeiten wollt, müsst ihr gucken, ob ihr mit dem Gerät dann zurechtkommt. Hier natürlich in Stirnholz, das ist natürlich dann einfacher reinzutreiben. Da ist es dann recht plan, da schließt das Ganze dann eigentlich vernünftig ab. Ja, ihr habt das Gerät jetzt im Einsatz gesehen. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Schreibt mir mal, ob ihr das Gerät euch auch gekauft habt oder vielleicht vorhabt, das zu kaufen. Oder welches Gerät ihr vielleicht alternativ verwendet. Und vor allen Dingen auch, was ihr damit vorhabt. Ob ihr wirklich Hasendraht nageln wollt oder irgendwelche Plakate irgendwo anbringen wollt oder einen Zaun oder sonst irgendetwas. Das finde ich interessant. Das findet sicherlich auch die Community interessant. Denn viele wissen einfach noch gar nicht, was sie mit solchen Geräten dann machen wollen. Und dann fällt es einem auf einmal wie Schuppen von den Augen, dass man dann weiß, ah Mensch, das kann ich ja damit auch machen. Also schreibt es fleißig rein. Das hilft, wie gesagt, der Community dolle weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.